Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Immer noch hier auf diesem Schiff MS Azalea. Und ja, wir haben hier schon die Quest erledigt und den Feinsteller getötet, aber hier sind noch ein paar andere Leute und die töten wir auch. Die sind da nicht schwer, komischerweise. Also kommt her. Wo immer ihr seid. Dir wird es bestimmt noch einige gute Sachen geben. Das sieht ja auch schon so ein bisschen gut beschützt aus. Vor allem, weil hier so viele Gegner sind. Und, upsala. Nein, das ist wieder tags. Jetzt kriege ich weniger Erfahrungspunkte. Jetzt muss ich mich auf Inselbegabung verlassen. Vielleicht pennen einfach ein bisschen. Verdammt! War ja klar. So, hier möchte ich aber mindestens irgendwo eine Zeitschrift bekommen. Dann sehen wir doch schon nach so einem etwas wichtigeren Ort aus. Hm. Ah, jetzt weiß ich, warum der mit der umgebaumelt hat. Ah. Bin gerade am Bimmeln, Entschuldigung. Oben ist irgendwas, glaube ich. Hi. Wolltest du mich von hinten irgendwie erledigen? Alter, warum heile ich mich denn jetzt so langsam? Aua. 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 Stay back. Warum haben einige immer zwei Schlaggänge dabei? Nee, nee. Spectacle Island wird angegriffen. Nein, nicht meine Spectacle Island. Aua, das ist meine Hauptsitze, sag ich mal. Hab ich auch für die Farm und also aufgestellt. Was? Ey, teleportieren ist unfair. Terpentin, das gibt. Asbest, glaube ich. Also. Ja, langsam wird's wieder mit den Stimpacks. Was ist das denn? Fusionskern, geil. Man sieht ja noch viele Gegner. Ja, ganz ruhig. Au, was? So, vielleicht mal ein Stimpack benutzen, jetzt wo ich so viel bekommen habe. Ist auch nicht so produktiv. So, es wird mich abgeknallt. Dann knall ich ab. Du bist fertig, ne? Ja, das ist mir ein bisschen zu gefährlich, wollte ich gerade sagen. Bevor ich mich heilen wollte, aber ja. Natürlich muss mir das Spiel wieder dazwischen funken. Der Abklingzeit bei kritischen Treffern und die Qualität der Gegenstände, die du findest. Was ist denn Abklingzeit bei kritischen Treffern? Ich krieg mehr Punkte, wenn ich irgendwie angreife oder was? Also was ist mir ein bisschen zu blöd hier? Wasser. Hoffentlich erstickst du an deinem eigenen Blut, Drecksack. Er ist noch gut, Mann. Ich hätte locker von unten irgendwie so anschleichen können, als ob für ja auch hier. Da sind viele Gegner, merke ich gerade. Lass mal. Hier mal überall woanders hin, wie zum Beispiel hier. Und vielleicht das Licht aus, damit mich nicht jeder sieht. Was sowieso nicht so das Thema ist. Einer. Wuppa. Wo ist der zweite legendäre Tür? Laborstation. Das ist der andere Typ.
Nichts. Der Waffenwerkbank. Reload. Alle unter mir jetzt. Na kommt, wo seid ihr? Wie komme ich da runter? Da wo der Longfellow ist, ne? Da gehe ich runter. Das ist schon der 6. Part, den ich heute aufnehme. Ist auch irgendwie komisch, manchmal nehme ich irgendwie auf und nach ein, zwei Parts tut mein Hals voll weh. Den ganzen Gerede und jetzt nehme ich hier auf 6 Parts und ich merke gar nichts. Das ist mysteriös, was das ist, zu bedeuten. Din, 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 din. Okay, du. 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 Hier. Du hast auch einer Chance. Oh, du hast ein paar Leute erledigt, die Stimpings hatten. Sehr gut. Aber die haben sich hier echt gemütlich gemacht. Wenn ich eine Basis einrichten, da wäre mal geil. Ah. Macht schon wieder so einen immensen Schaden. Hochleistungsmagnet. Ich spiele gar nicht so viel. Ich dachte, ich bin schon so wieder am Limit. Ja, da bist du, mein Gott. Echt so ein paar aggressive Probleme, habe ich das Gefühl. Will ich da rein? Wäre egal, wenn ich den ganzen Weg hier rein so geschwommen wäre. Weil so unnötig episch einfach. Ja, da oben war aber schon der Boss. Also, ups, da ist er da. Nehme ich mal sehr stark an. Was Besseres gibt es hier nicht mehr zum Plündern. Jetzt kann ich jetzt da hinten irgendwie gehe. Alles auseinandernehmen. Bleibst du hier? Ja, komm mal näher. Gibt's da nicht. So, Freddy Mercury auf mich abzuschießen. Wieso treffe ich so oft Freddy Mercury in diesem Spiel? Nein. Kann man noch unnötig peinlich sterben, man hat das letzte Mal gespeichert. Und melodramatisch dann so, oh nein! Puh. Death! Death everywhere. So, ach ja, genau hier habe ich gespeichert. So. Jetzt möchte ich mal ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Alter, wie kann ich ihn da daneben treffen? So. Jetzt du. Komm her. Komm her! Dann komm ich. Hi, na? Warum zieht er so wenig ab? Aua, warum zieht er so viel ab? Warum ist mein Schalldämpfer weggegangen? Was ist das denn? Köder. Glaube ich. Hey, mein Schalldämpfer ist weg, oder? Jetzt wird dir klar, was für ein gewaltiger Fehler das war. Er steckt doch fest. Mann, gibt's doch nicht, was? Du hast die ganze rechte Seite frei. Nein, ich habe irgendwas aus Versehen verkauft. Kann ich nicht. Ich habe Kellogg's, ja, Kellogg's Pistole war da, genau. Oh ja, die habe ich jetzt wieder weggeballert. Nein, schwimmt irgendwas. Da, das Teil. Ist das ein Körper? Ich glaube ja. Besser tut sich auch echt beschissener. Was? What are you doing? Hier geblieben. Da ist auch einer schwimmen. Hey Harry, hi Joints. Ah. Joints, was? Hi Jones, wollte ich sagen. Warum vergöttert er mich jetzt auf einmal?
Nicht nur noch Gegner, Mann. Auf mir rote Punkte zeigen, ohne Leute. Gib mir irgendwas hier, weiß ich nicht, Zeitschriften oder so. So, da, hallo. Ist echt beschissen positioniert. Also von deiner Sicht aus, nicht von meiner. Von meiner geht irgendwie so. Was? Okay. Bitte dich. Das ist sehr geil. Okay. Es wird zwar angezeigt. Ich habe mich schon gefragt, ob das irgendwie so angezeigt wird oder irgendwie so, ob ich das ertippen müsste. Aber das ist schon mal gut. Oh, sehr geil. Gut, also jedes Mal, wenn ich jetzt dreifache Erfahrungspunkte bekomme, kommt dieses Mannequin. Das ist schon mal sehr geil. Vor allem der Sound. Sehr geil. Ja, da finde ich immer wieder gut. Solche kleinen Sachen. Was tust du denn da? Was ist mit dem schon wieder los? Er ist ein Toter, ne? Warum hat er so viel Freude am Leben? Er ist tot. Okay. Ah. Finster. Der macht voll Party. Hey, du hast auch was. Stimpax, hallo. Danke, Kollege. Sehr aufmerksam von dir, dass du mich angetanzt hast. Wir sind aber noch Gegner, glaube ich. Okay. Warum? Das ist schon wieder so random. So, haben wir hier alles kurz und klein gehauen. Ich habe noch die Kampfmusik gehört, bevor ich schlafen gegangen bin. Also muss ja eh noch irgendwas sein. So. Muss ja Longfellow. Ich möchte mal mit denen reden. Der vergöttert mich. Das ist meistens mal so ein Zeichen, dass wir auf der nächsten Stufe sind unserer Beziehung. Oh, da ist noch was. Hallo. So, jetzt noch jemand am Leben. Mein Gott, wie viel? Warum hältst du so viel aus? Noch mehr Gegners? Ich glaube nicht, ne. Gut. Aber keine Zeitschrift oder so. Rage Quit, scheiße als Spiel. Haben wir ja alles abgeschlossen. Ja. Gut, dann weiß nicht. Ich habe da hinten schon wieder einen Ort gesehen. Ihr wisst, was das bedeutet. Nein, was denn? Da müssen wir hin. So einfach ist das. Das ist ein Ort. Wir sind auch hier. Wir müssen da hin. Wir sind nicht bei Kingdom Hearts Chain of Memories. Du bist ein Gegner. Du bist hier. Und ich bin auch hier. Wir müssen jetzt kämpfen. Alter, weil irgendwie so merkwürdige Sachen immer zum Kampf führen in dem Spiel. Laborstation, ach, die war jetzt irgendwo am Eimer der Welt.
Ja, die haben echt Spaß mit den ganzen Gegenständen, also die Entwickler, Bethesda, die überall hier so hin zu platzieren. Hier ist das sogar Simpack, Simpack, yay! Schon wieder. Was zum Teufel? So, da springen wir jetzt runter. Oder hier, warte. Ist ja geil. Vor allem, da werde ich bestimmt ein paar Mal hören, wenn ich irgendwie zu Hause so Jet oder irgendwie sowas herstelle. Auch wenn er nur alle 10 Mal oder irgendwie so passiert. Ich sag doch, geringe Wahrscheinlichkeit, aber nicht gar keine, oh Gott, Wahrscheinlichkeit. Das ist der Unterschied, ne? Oh Gott. Dass man ein paar Stimpacks zurückbekommen hat, heißt nicht, wenn mich jetzt so wieder abknallen kannst hier. Du. Böhr Meier, der König. Ich habe einen Kollegen von dir, den ich nicht klarkomme, weil er mich getötet hat. Wer, der tötet mich. War. Ja, ich bin vergiftet, ja, stimmt. Moment. Zeitlupe, wen sollte ich vielleicht den hier machen? Sehr gut. Hätte mich, glaube ich, gar nicht heilen müssen. Er hat mich gar nicht erwischt. Dürfe, nachdem ich mich geheilt hatte. Supi. Was ist das denn? So. Ha, so muss das sein. Stellen Sie mal vor, ich hätte irgendwie Intelligenz 1. Ne? Dann würde ich die ganze Zeit diesen Retard hören. So, frustert. Uff, nein, er ist nicht tot. Er ist nicht tot. Er ist noch nicht tot. Er lebt noch. Er lebt noch. Zu seinen Beinen verkuppelt. Ich glaube nicht. Du hast noch immer nicht gelogen. Au. Komm ich an zu Fuß rodan. Boah, verpiss dich doch mal. Das ist doch nicht immer. Aua. Nicht immer auf mich losgehen, Mann. Oh. Wo ist er? Da, flüstert. Sie unterhalten? Okay, warte. Wo hängt da? Hey, mach schnell. Ich würde nach wie vor gern mit dir reden, Captain. Ist wichtig, zumindest mir. Also, nämlich Captain hat die Mütze auf. Klar, reden wir. Das weiß ich zu schätzen, Captain. In meinem Alter ist jede Chance, einen neuen Freund zu finden. Nun, ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Aber ich bin froh, dass es passiert ist. Aber da ist noch mehr. Vor langer Zeit, als ich noch jung war, hatte ich eine Freundin. Sie hieß Hannah. Und wir wollten heiraten, eine Familie gründen und so weiter. Wir hatten also einen Ort im Nebel, an dem wir uns trafen und allein sein konnten. Die verdammten Kinder des Atoms haben uns überfallen. Sie verschleppt und mich zum Sterben liegen lassen. Hat 2 Monate gedauert, bis ich mich erholt hatte. Aber dann war es zu spät. Sie hatten ihr eine Gehirnwäsche verpasst. Und sie zu einer der ihren gemacht. Erst später fand ich heraus, dass sie von mir schwanger gewesen war. Natürlich hatte unser Kind keine Chance. Bei all der Strahlung. Sie nannte das Atoms Willen. Auf jeden Fall starb sie ein paar Jahre später. Fallenstelle haben sie erwischt. Sagen zumindest diese Irren. War wohl auch Atoms Willen. Das wusste ich nicht. Tut mir sehr leid, Longfellow. Ja,
Jeder von uns hat seinen Namen, nicht wahr? Ehrlich gesagt war Hannahs Schicksal ihre Entscheidung und damit kann ich leben. Aber lass mich raten, wir tun das Kind. Ich wurde nie Vater. Obwohl, das bedauert, wenn er gesagt hat, er ist gestorben, wenn er hat weiß. Wenn ich eine Tochter hätte, ja, dann könnte ich mein Wissen weitergeben. Aber du, du bist der erste Mensch, den ich getroffen habe, der es wert ist, von mir ausgebildet zu werden. Okay, Daddy. Ich bin nicht gut darin, Leuten zu sagen, dass ich dankbar bin, aber du hast mir, altem Jäger, das Gefühl gegeben, gebraucht zu werden. Einen Sinn im Leben, das hatte ich schon lange nicht mehr. Ist mir egal. Danke, Longfellow. Es bedeutet mir viel, dass du so denkst. Gut, das war's auch schon. Danke, dass du mir zugehört hast. Oh cool, durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit dem alten Longfellow hast du den Skill Weisheit des Jägers erhalten. Was ist denn das? Weisheit des Jägers. Dank deiner Beziehung zu den alten Opfer wurden die Schadens- und Energieresistenz von Tieren und Meeresbewohnern um 25% reduziert. Bedeutet das jetzt bei Tieren auch im Ödland oder nur hier auf dieser Insel? 25% ist jetzt nicht schlecht. Habe ich die vielleicht jetzt schon drauf? Nee. Okay. Ja, werde ich wohl herausfinden müssen. Aber ja, weniger Schaden hier auf jeden Fall schon mal. Ist schon mal nicht schlecht. Gut, dann mal schauen. Welcher See in dem Ödland wieder, wenn wir zurück sind. Falls wir irgendwann mal zurück sind. Oh. Jedenfalls, hier beende ich den Part und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.